Ja, guck mal, da hocken die überall. Siehst du die? Hallo liebe Garnelenfreunde, ich wurde hier heute einfach so ins Auto gesteckt und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Aber Farshad, sag mal, wo geht's hin? Wir fahren in den Luisenpark. Dort gibt es eine richtig große Aquarienanlage, so Showbecken-mäßig. Und im Schmetterlingshaus gibt es quasi so einen Wasserfall. Und ein Garnelenkunde hat uns erzählt, dass es dort tatsächlich Garnelen drin leben sollen. Und was für Garnelen drin leben und ob überhaupt Garnelen drin leben, erfahrt ihr in diesem Video. Oh mein Gott, was ist da los? Ich glaube, heute tritt Justin Bieber im Luisenpark auf. Schaut euch mal diese Schlange an hier. Aber guck mal, wie weit die nach hinten geht. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt aufs Aquarium. Ey, ich auch übertrieben. Ich freue mich da richtig drauf. Ey, guck mal, ich kenne Abkürzung. Lass mal hier lang. Meinst du, wir sind da schneller? Voll safe. Komm. Krass, schauen wir uns mal an. Boah, das sieht hier aber auf jeden Fall gefährlich aus. Nein, das war am Anfang ein bisschen uneben so, aber glaub mir, wir kommen perfekt raus. Wo sind wir hier denn gelandet? Ey, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Wir sind nicht mal im Luisenpark mehr. Ey, wir hätten da vorne rechts müssen, glaube ich. Eieiei, komm dann. Sorry, komm. Boah, wir haben gefühlt das Doppelte gebraucht. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Ups. Sollen wir da aus dem Rum hochgehen, oder? Das ist aber nicht da drin, das Aquarium, oder? Das sind Kakteen und Schmetterlinge. Aquarium ist nochmal ganz... 100%. Doch, ich schwöre, ich war doch da drin. Guck mal, wir wetten jetzt. Euch, wir laufen da rein. Und hinten dran sind Schmetterlinge. Genau. Und wo sind die Aquarien? Wenn du rüber willst zu den Kakteen, musst du durch das Aquarium. Wette gilt. Top! Die Wette gilt! Wir sind voll viele Fische. Der Verlierer muss hier trinken. Hier wird es tropischer, langsam. Hier ist auf jeden Fall eine gute Hitze. Krass, guck mal, hier ist ein fetter Antennenwälze. Guck mal, hier sind überall Antennenwälze. Wir haben hier eine verbotene Pflanze gefunden, Carbomba carolina. Die ist, darf nicht in Deutschland mehr gehalten werden. Also theoretisch ist es hier ein Outlaw-Park. Hier passieren verbotene Sachen. Der Wetteinsatz? Der Wetteinsatz war Teichwasser trinken. Ja, Marvin hat sich vorhin darüber beschwert, dass wir kein Trinken mitgenommen haben. Das Problem hat sich jetzt erledigt. Wir sind angekommen. Das Aquarium. Geil. Ey, schau dir mal die Tigerlotus an. Ja. Hier ein Rotstreifenbarbe direkt. Und die Sumatra-Barben, die schön groß die sind. Die sind auf jeden Fall schon ein paar Jährchen hier. Oh. Krass. Hier haben wir einfach echte Knochenhechte. Wie schön die sind, gell? Die stehen so super schön im Wasser. Hier sehen wir eine wunderschöne Kolonie an Zebrabuntbarschen in einem XXL-Aquarium. Also ich glaube, dieses Aquarium, was zum Teil auch Terrarium ist, hat bestimmt 20.000 Liter oder 30.000 Liter. So, hier haben wir ein typisches Mangroven-Brackwasser-Aquarium. Und als nächstes haben wir hier ein Tier, das in der Natur schon ausgestorben ist. Der Axolotl. Das Krasse an den Axolotl ist, der kann Gliedmaßen verlieren und die wachsen komplett nach. Die Wissenschaftler sind dran, das eventuell für die Menschen zu nutzen. Das ist so krass, dass du zum Teil das Herz eines Axolotls wegschneiden kannst und es entwickelt sich quasi die Hälfte des Herzens nochmal neu. Und hier sieht man auch, wie schön Algen im Aquarium sein können. Also sie können nicht nur hässlich sein, sondern sie können wirklich das Ganze wie so ein natürliches Biotop ausschauen lassen. Was meinst du, Nebel? Ja, ist wunderschön. Also es wirkt halt sehr natürlich und nimmt so ein bisschen das Sterile raus und sehr Natur-Aquarien-mäßig. Da sieht man auch schön, wie die kleinen Guppy-Babys da dran zupfen und ihre Nahrung finden. Also es tut den ganzen Biotop auch gut, dass es hier so feinfiedrig ist und sorgt dafür, dass hier auch die Jungen hochkommen. Also ein wunderschön bepflanztes Becken. Mit GC schon direkt. Kryptokorinen unten. Schönen Java-Fahnen. Sehr großen Java-Fahnen auch an der Wand. Und überall Garnelen. Und überall Garnelen. Siehst du die hier überall? Überall. Schwimmen hier. Man sieht es bestimmt auch auf dem Video. Krass. Aber die Garnelen sind hier schon, glaube ich, so viele Jahre drin, dass man gar nicht mehr erkennen kann, welche Farbform das ist. Also was sicher ist, das ist Neocaridina davidi. Da sind manche rot, aber die sind so blassrot, dass sie jetzt auch wieder eigentlich Algengarnelen sein könnten.
Also ich muss sagen, persönlich gefällt mir dieses Becken gerade am meisten, weil es einfach so schön zugewuchert ist. Marvin, findet den Skalar. Überall, hier, hier, hier. Ah, oh. Der Marvin hat einen Fisch gefunden. Gut ab. Wunderschöne Skalar hier. Geil. Ab zu unserer Expedition ins Schmetterlingshaus. Wir sind bei der legendären Garnelen, den Garnelenbach, den es hier eventuell geben sollte. Die Suche geht los. Tatsächlich, da ist was gesprungen. Da sind die Garnelen. Da, guck mal, da hocken die überall. Siehst du die? Ja. Krass, die sind orange. Guck mal, die kriegt sogar Eier. Das ist eine Mama. Tatsächlich, eine unbestimmte Neokaridinart ist wieder weg. Da ist noch eine. Aber wie schön die gefärbt sind, gell? Ey, das ist wunderbar. Und da sind auch Babys, siehst du das? Auf meiner Hand ist ein Baby da. Ja, da waren auch ein paar kleinere noch. Krass. Die Färbung ist ja mal mega geil. Wie so eine natürliche orange Garnele. Ah, und genauso, also ich habe ja auch schon Biotope in der Natur besucht, genauso sieht es auch in der Natur aus. Schön sauerstoffreich, veralgt. Also, hat sich bestätigt, hier im Schmetterlingshaus gibt es tatsächlich Garnelen. Und wäre mal interessant, die auch mal vielleicht zu bestimmen oder mal, mal nachzuzüchten oder so. Müssen wir vielleicht mal mit dem Luisenpark reden, genau. Ob man da mal irgendwie eine tragende bekommt. Und selbstverständlich würden wir die jetzt nicht mitnehmen nach Hause. Die soll hier bleiben, wo sie ist. Aber wir können gerne mal beispielsweise mit Werner Klotz reden. Er bestimmt ja wissenschaftlich Garnelen. Und mit dem Luisenpark. Dann können wir diesen Mythos komplett beiseite legen. Beiseite legen. Wenn dir das Video gefallen hat. So, ich habe in der Cafeteria schon mal einen Kaffeebecher besorgt, damit der Marvin natürlich seinen Wetteinsatz hier einlösen kann. Denn, wie bekannt, sind Wettschulden Ehrenschulden. Das ganze Zeug, was man trinkt, um sein Immunsystem anzukurbeln, wird, glaube ich, nicht an dieses Teichwasser dran kommen. So, Marvin, bist du ready? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich? Nee. Aber wann ist man es denn schon im Leben? Ey, ganz ehrlich, seht ihr das? Ey, das ist einfach glasklar. Das ist glasklar. Das kann man durchziehen. Ich wollte wirklich auf das RTL-Niveau. Ja. Mein RTL. Willkommen zu Hause. Warte. Ich nehme aber nur einen Schluck, ja. Marvin. Nicht, dass da jetzt Planarien oder so drin sind. Die fressen mich dann von innen auf. Ein Schluck. Er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Ey, das ist ganz, ganz normales Wasser. Schmeckt? Du bist ein wahrer Mann. Kannst du auch trinken. Bei Marvin, Wertschulden sind Ehrenschulden. Er hält sein Wort. Wenn dir das Video gefallen hat, like dieses Video, abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen, vergesse nicht die Glocke zu aktivieren und hinterlasse uns gerne einen Kommentar.